Frankenhalle Sennfeld war auch in diesem Jahr wieder Schauplatz der 8. Schweinfurter Tattoo und Art Convention. Das am Samstag in der Region herrschende Regenwetter zog auch in diesem Jahr wieder hunderte von Tattoo-begeisterten Fans und Interessierten in die Frankenhalle in Sennfeld, wo über 50 Tätowierer und Aussteller ihr künstlerisches Können zum Besten gaben. An allen Ständen wurde mit der Farbpistole gestochen, schattiert oder auch koloriert und so mancher Besucher ließ sich gleich vor Ort zum Tattoo seiner Träume überreden. Die Conny aus Unterheit bei Bamberg. Ich habe selbst einen Verkaufsstand draußen und da bietet sich das an, zwischenzeitlich mal sich auf die Liege zu setzen und sich tätowieren zu lassen. Ja. So manch einer fragt sich dann doch, tut das weh? Ein bisschen Schmerzen muss man schon wegpacken können, wenn man sich tätowieren lässt, auf jeden Fall. Also ich zeichne alles für meine Kunden, alles was ich steche, mache ich selber, entwerfe ich selber. Ein Tattoo nur auf dem Arm eines Bikers oder Seemanns? Weit gefehlt. Der Trend lässt nicht nach, eigentlich eine schöne Sache. So wird das Traumtattoo entworfen, skizziert und stechfertig vorbereitet, zwischenzeitlich sogar digital. Das war in den letzten Jahren mehr. Ich denke, das hat auch mit der Pandemie zu tun, dass die Leute noch nicht so gern rausgehen oder so auf Ansammlungen gehen. Ich glaube, es wird noch besser. Und auch das Bühnenentertainment kam nicht zu kurz. So gab es an beiden Eventtagen neben Tattoo-Contest ein ansprechendes Live-Bühnenprogramm. So unter anderem auch mit einer akrobatischen Tanzvorführung der DDC aus Schweinfurt, die für Begeisterung und Stimmung in der Frankenhalle sorgten. Insgesamt ein ansprechender 2-Tage-Konvent rund um das Tattoo und die Tätowierkunst. Seitens des Veranstalters wird dann abschließend das letzte Tabu gebrochen. Inzwischen ist es so, dass Menschen, die nicht tätowiert sind, werden eher so die Minderheit, so in den Jahren, so bis 50 Jahre. Und früher war es halt so, waren halt so die Verbrecher, die Rocker, die Knastis waren dann so die Vorbelasteten. Ne? Und heutzutage hat eigentlich jeder Tattoo und das Tattoo ist eigentlich salonfähig geworden.